Und viel Spaß hier beim großen Familien-Sportfest von Duisburg. Wir sind hier im zentralen Bereich, hier bei uns beim ersten Duisburg Sport Familiensportfest. Im Hintergrund kann man sehen unsere Bungee-Trampoline, sogenanntes Quadro-Jump. Die Kinder haben also die Möglichkeit, mit Hilfe von Bungee-Seilen und Trampolinen sich in die Höhe zu katapultieren. Noch mehr Fun, noch mehr Action. Dahinter kann man erkennen Bungee Run. Die Kinder haben die Möglichkeit, parallel zueinander im Wettbewerb gegen ein Bungee-Seil zu rennen. An unserem Duisburg Sportstand hat man auch die Gelegenheit, die Laufkarten zu bekommen. Für jede Aktion, die hier angeboten wird, heute gibt es einen Stempel. Also einfach mal ein paar Aktionen mitmachen und dann an der Verlosung teilnehmen. Es gibt schöne Sachen zu gewinnen. Kinder schminken, immer wieder ein Renner für Kinder. Daran anschließend ist der ESV Grün-Weiß-Roland Obermeidrich mit seinen Fitnesschecks. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, an 7 Stationen ihre Fitness unter Beweis zu stellen. Diese ganze Fitness-Olympiade schließt dann nachher ab mit einer Urkunde, wo dokumentiert wird, wie fit die Kinder dann im Einzelnen sind. Wir bieten heute hier einen Workshop an von den Einrad-Zebras aus Meidrich. Hier hat man die Möglichkeit, Einradfahren mal auszuprobieren auf einem Parcours von rund 20 Metern Länge. Wir sind hier beim Workshop Sportstacking. Sportstacking ist eine Trendsportart aus Amerika. Im Deutschen übersetzt ganz einfach Becher stapeln. Es gibt verschiedene Disziplinen. 3x3 oder auch Pyramiden, 3x6. Und es ist ein Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit die Kids in der Lage sind, mittlerweile die Becher zu stapeln. Wir stehen hier in dem Becken vom Powerpaddeln. Die Kinder haben hier die Möglichkeit, wie man sehr schön sehen kann, sich mit Schaufelradboden selber anzutreiben und auf einer Fläche von rund 6x8 Metern sich vorzubewegen. Es fordert ein bisschen Koordinationsvermögen. Je nachdem, wo man etwas mehr Kraft reinlegt, rechte Hand oder linke Hand, steuert das Boot dann in die entsprechende Richtung. Wir befinden uns hier an der Mitmachaktion Kistenklettern von den Stadtwerken Duisburg. Die beiden Jungs, die die Seilsicherung vornehmen, sind vom Deutschen Alpenverein. Ja, und geben den Kindern dann halt die entsprechenden Kisten an, damit sie versuchen, möglichst hoch zu kommen. Im Hintergrund sieht man gerade ganz toll, die Gondel vom Bungee Jumping wird in die Höhe gezogen. Mutige Freiwillige, die den letzten Kick haben wollen, können auch aus 60 Meter Höhe in den Stichkanal der Regattabahn eintauchen. Wetter ist absolut perfekt, vor allem zum Eintauchen ins Wasser bei 30 Grad. Da frieren die Leute nicht, da haben sie natürlich auch Lust, ins Wasser reinzugehen. Wer mit seinem Partner springen möchte, hat auch da die Gelegenheit. Wir hatten heute schon den ersten Heiratsantrag. Zwei, die sich fürs Leben verbinden wollen, haben sich also hier das Ja-Wort inoffiziell gegeben. Da freue ich mich besonders drauf, vom Robo-Keeper, Elfmeterschießen gegen den Torwart. Wer von euch ist beim Elfmeterschießen, wenn es um was geht, sofort? Ja, schwierig. Und wer sagt eher? Neben der Hüpfburg der Stadtwerke Duisburg haben wir dann den Robo-Keeper, sicherlich das Highlight dieser Veranstaltung. Der vollautomatische Torwart, entwickelt vom Fraunhofer Institut, wird gesteuert von zwei Kameras, die den Ball erfassen und dann eine Bildsoftware die Flugbahn des Balls errechnet und dann den Torwart entsprechend ansteuert. Wenn mein Chef sagt, wir sind sehr zufrieden, muss ich mich dieser Meinung anschließen.